ušeno rogorevi kabi. A ne schovreba rogor gavri. Mama, könntest du nach der Arbeit nachher bitte noch einkaufen gehen? Manana! Manana, sieh dir das mal an. Nimm dir ein Glas zum Trinken. Tropft alles voll und das war's. Moment, hast du wirklich eine Wohnung gemietet? Wenn du dich einfach von uns erholen willst. Nino, ich gehe nicht für kurze Zeit, ich gehe für immer. Das habe ich doch schon gesagt. Ich lasse dich nicht in Ruhe, bis du hier bleibst. Du gehst nicht weg! Lass ihn in Ruhe! Du bleibst uns alles raus! Bei den Nachbarn im Garten! Ich habe mich gerade von Susu getrennt. Habt ihr euch denn gestritten, ihr zwei? Oh nein, nein, ich wollte immer schon allein leben. Und jetzt habe ich es einfach getan. Meine Schwester ist gerade hierher gezogen und du kennst dich doch hier mit den Leuten aus, oder? Ja, klar. Sie wohnt da allein, verstehst du? Aber ich habe nicht vor, irgendwo hinzuziehen. Ich sagte schon, es geht mir richtig gut. Jeder einzelne Schritt will überdacht sein. Tu lieber nichts, wofür sich deine Familie schämen müsste. Das Herz schlägt höher. Echt? Ach, ja, hab ich dich vermisst. Oh, ist es. Wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Hast du dich eingelebt in der Wohnung? Ich sag nichts. Ich sage ja nichts. Ich warte auf dich. Es gibt keine einzige Familie auf dieser Welt, in der es keine Probleme gibt. Lass sie doch, das ist ihre Privatsache. Dieser Mann macht mich wahnsinnig mit seiner Ruhe. Sie hat vor, das Haus zu verlassen. Den Mann und die Kinder. Und der hier sagt, das ist ihre Privatsache. Das macht mich verrückt, das macht mich verrückt.